Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf Game Alchemist. Erstmal hinsetzen, denn dieses Video hier wird anders als die der vorigen drei Videos. Das Video dürfte auch nicht allzu lang werden. Es wird natürlich auch noch ein Vorteile-Video kommen zu der PS5, denn davon gibt es auch ein paar. Aber es gibt auch einige Nachteile der PS5. Und ich glaube, das ist für viele sehr wichtig, die noch keine PS5 haben, die sich dann vielleicht denken, okay, da weiß ich dann schon mal Bescheid. Also, fangen wir an mit einem Punkt. Ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Ich bin Trophäenjäger. Seit der PS3-Zeit halt schon wirklich. Seit es diese Trophäen gibt, jage ich immer wieder Trophäen bei Spielen, wo ich denke, dass es möglich ist, eine Platin zu kriegen. Jetzt ist es aber so, dass die Trophäen nicht mehr hier irgendwie, wenn man die PS-Taste drückt, hier irgendwie als Tab aufgezeigt werden. Nein, der Akku, by the way, fast leer. Musik, die Gamebase, dazu kommen wir auch noch, die Mitteilungen, der Wechsler. Und das Home-Menü, womit man dann wieder quasi so zurückkommt, was komplett sinnlos ist. Das ist auch noch so ein sinnloses Feature, weil man kann einfach die PS-Taste drücken und gut ist. Aber nee, naja, ist ja auch egal. Es gibt diese Trophäenleiste hier unten nicht. Wenn man seine Trophäen sehen möchte, immer hier oben auf seinen Account, dann auf Trophäen und dann sieht man das erst. Dann kann man das sich erst anschauen. Statt das irgendwie anders zu machen, dass man das Trophäensymbol auch nach unten packen kann, würde ich tatsächlich irgendwie besser finden. Ist vielleicht auch nur so eine Gewöhnungssache. Ist auch nur ein kleiner Punkt, den ich persönlich als Nachteil empfinde, weil bei der PS4 war das halt wirklich, du bist nach oben gegangen, hattest diese ganze Leiste, bist zu Trophäen rübergerutscht und hast deine Trophäen gesehen. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen kompliziert für den Anfänger. Aber man kommt da irgendwann rein. Trotzdem finde ich es besser, wenn man die Trophäen auch unten mit reinmachen könnte, rein theoretisch. Das ist aber nur so ein kleiner Nachteil. Es gibt auch noch größere Nachteile, aber zu denen komme ich halt wirklich zum Schluss erst. Also ne, Video schön zu Ende anschauen. Wenn euch das Video gefällt, natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Und eventuell auch ein Abo, ne, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und falls ihr mich abonniert habt und noch gerne weiter supporten wollt, könnt ihr natürlich auch noch eine Mitgliedschaft ab 2 Euro erkaufen. Damit könnt ihr alle Streams, die ich gemacht habe, ab Dezember, den 1., könnt ihr euch dann anschauen. Kostenlos, ohne Werbung. Das ist doch mal ein Service. So, weiter geht's. Was ich auch komisch finde, ist, dass die PS-Taste immer, das ist auch wirklich nur so ein ganz kleiner Nachteil, die PS-Taste immer länger gedrückt werden muss. Also hier, um in das Menü zu kommen, nur einmal. Aber wenn man sie länger drückt, kommt man zum Beispiel dann ins Spiel, wenn man ein Spiel startet. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, weil ich das vergessen habe tatsächlich. Aber wenn ich ein Spiel starte, muss man immer lange gedrückt halten, um hier hinzukommen. Und das Witzige ist, das muss ich euch unbedingt zeigen, das habe ich gestern erst herausgefunden. Ich glaube, das ist unter Zubehör, wenn mich nicht alles täuscht. Oder eventuell auch doch nicht unter Zubehör. Man kann ändern, dass die PS-Taste noch länger gedrückt werden muss. Man kann es nicht ändern, dass die PlayStation-Taste mal ganz kurz gedrückt werden muss. Nein, das, was ich mache, ist schon Standard. Und dann gibt es halt noch die längere Version. Wahrscheinlich auch auf der Barrierefreiheit könnte das ganz gut sein. Screenreader, Controller, da ist es. Verzögerung für gedrückt halten. Ach ja, und der Create-Taste, nicht mehr der Share-Taste, die Create-Taste. Ja, das ist halt komplett dumm, keine Ahnung, warum man sowas macht, aber by the way, hier kann man auch, ne, so als kleiner Tipp, bei Controller kann man auch die Intensität des Trigger-Effekts einstellen und die Vibrationsintensität beide anpassen. Finde ich ganz witzig, aber das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. So, jetzt kommen wir schon zu einem Nachteil, den Spieler am Anfang auf jeden Fall, glaube ich, echt gelitten haben, wo Spieler am Anfang gelitten haben, und zwar bei der Festplattengröße. Das Ding hat 500 GB, also ne, 500 GB als Zahl, in echt hat die, glaube ich. Das können wir auch mal ganz schnell nachschauen, wie viel die eigentlich hat. Ach Quatsch, nicht 500 GB, sie hatte, glaube ich, 1 Terabyte, genau. So war das, glaube ich. Oder 800 GB, irgendwie so in dem Dreh, aber hat halt nur 667,2 GB. Und die Spiele sind halt auch relativ groß. Ich weiß, es gibt viele von euch, die holen sich eine PS5 vielleicht nur für ein Spiel oder für zwei Spiele, aber ganz ehrlich, dafür holt man sich keine Konsole. Vor allem nicht, wenn es ein Call of Duty ist. Ich spiele Black Ops Cold War auch zum Beispiel, aber Call of Duty Black Ops Cold War auf der PS5 habe ich nicht installiert. Habe ich nicht, das ist mir einfach zu groß, das brauche ich nicht. Also, ne. Deswegen der Konsolenspeicher und noch ein kleiner Nachteil, oder besser gesagt ein großer Nachteil, es gibt momentan noch keine, bis zu jetzigen Zeitpunkt keine PS5-Festplatten, die man sich ranbauen kann, wo man PS5-Spiele wirklich raufmachen kann. Kann sein, dass das bald geändert wird.
Vielleicht sogar nächste Woche oder so, wer weiß. Denn so wie viele Leute am Anfang gesagt haben, ja, die Spiele werden ja alle kleiner und bla. Nein, die Spiele sind nicht kleiner. Die Spiele sind genauso groß wie sonst auch. Also das ist kompletter Schwachsinn. Ein COD hier ist immer noch knapp 200 Gigabyte groß. Gefühlt. Oder 150 oder 120. Ich habe es ja nicht installiert. Ich hatte es mal kurz installiert, dann war aber mein Speicher voll. Also, wen wollt ihr verarschen? Der Speicher ist einfach zu klein. Ihr könnt natürlich auch noch auf eine Pro-Variante warten, in 2 Jahren oder so. Aber ganz ehrlich, holt euch, wartet lieber auf externe Festplatten, so wie das jeder normale Gamer macht. Oder holt euch einfach eine PS5 für ein Spiel. Macht das. Seid so dumm, macht das, aber ne, ich sag's ja nur. Wäre mir die 500 € absolut nicht wert. So, dann kommen wir jetzt schon zu größeren Punkten. Und zwar, man kann immer nur ein Spiel downloaden oder kopieren. Das finde ich persönlich ein bisschen schwach. Ich meine, ich habe jetzt hier wirklich eine relativ starke Internetleitung. Also ich bin da wirklich gesegnet mit. Ich kann hier einen Download anschmeißen. Ich kann das ja mal zeigen. Das tut ja nicht weh. Nehmen wir einfach mal, Nio muss ich eh installieren. Ich weiß gar nicht, ob das schon am Kopieren ist. Da 15 GB. Guckt euch an, wie schnell das bei mir geht. Das geht schon, das ist für mich schon schnell. Ich bin, okay, gut, jetzt macht er kleinere Sprünge, weil meine Freundin noch online ist, aber das trotzdem geht das schnell. Ich musste damals für 50 GB musste ich knapp 1,5 Stunden warten oder so. Oder vielleicht sogar noch länger. Aber man kann halt nur ein Spiel updaten. Oder beziehungsweise, wenn es kopiert, kann man nicht ein weiteres Spiel updaten. Kopieren zählt quasi auch als updaten. Und das finde ich ein bisschen schwach für Leute, die keine große Internetleitung haben. Die müssen ewig warten auf ein Update. Und das Kopieren hängt ja nicht von der Internetstärke ab. Das Kopieren ist ja das System so, denke ich jedenfalls, dass es so ist. Ey, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist so. Und das ist einfach nur schwach, dass man dann, wenn man kopiert und man weiß, das dauert ewig, ihr kennt das alle, das Problem, dass man da nicht einfach mal sagen kann, okay, gut, wenn es kopiert, einfach mal Marvel's Spider-Man Miles Morales, geht da auch bald weiter, by the way. Einfach mal da jetzt weiter downloaden. Nö. Es geht nur eine Sache. Finde ich ein bisschen schwach. Ich bin froh, dass ich eine gute Leitung habe, aber für Leute, die eine schlechte Leitung haben, für die ist das halt echt nichts. Also, das ist PS5, Next Generation, ich sag's ja nur. Ne? So, dann kommen wir zu einem Punkt, was mir beim Rainbow Stream aufgefallen ist. Wenn man im In-Game-Chat ist oder wenn man den Controller im Quatsch, das Mikro im Controller hat, so rum, und man dann diese Mute-Taste entmutet, dann wird man erst gehört. Das ist klar. Dafür ist eine Mute-Taste da, dass wenn man die mutet, dass man nicht gehört wird. Aber wenn man über die PS5 streamt, was wahrscheinlich viele von euch machen werden, wenn ihr eine PS5 habt, macht es ruhig, versucht es. Es ist schlecht, damit dann Rainbow alleine zu spielen. Klar, viele gibt es auch, die Rainbow nicht alleine spielen. Ich würde Rainbow auch nie alleine spielen. Aber wenn es jetzt darum gehen würde, dass ihr ein Spiel spielt, was nur PS5-Spieler spielen können, wie zum Beispiel ein Destruction All-Stars, das gibt es nur auf der PS5. Das ist ein exklusiver PS5-Titel. Und ihr habt einen furchtbaren Ingame-Chat. Euch muten müsst, damit euch andere nicht hören, aber wenn ihr euch automatisch mutet, hören euch eure Zuschauer im Stream nicht. Das heißt, ihr müsst immer eine Party machen, so wie es bei der PS4 damals auch war. Jetzt ist aber das Ding, ihr könnt hier nur eine Party machen, wenn ihr wirklich jemanden einladet. Aus eurer Liste. Anders geht das nicht. Klar, man kann natürlich auch sagen, ey, dann mache ich halt einen anderen Account noch, einen zweiten, irgendwie so einen Party-Account. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen zu. Ist das nicht irgendwie dumm, dass man einen extra Account erstellen muss, nur damit man in Ruhe auf der PS5 streamen kann? Ein Spiel, eine Konsole, die nicht jeder hat, die hat halt einfach nicht jeder. Und gerade wenn man eine PS5 hat und dieses Spiel hier, Destruction All-Stars, streamen will und da der Ingame-Chat an ist, den kann man ja auch, ne, variabel ausmachen. Aber bei Rainbow geht das halt zum Beispiel nicht. Dann müsst ihr eine Party erstellen mit einem anderen Account von euch. Oder ihr habt sowieso jemand anderen in der Party gerade, dann ist das auch okay. Aber das ist doch dumm. Oder nicht? Ich meine, die PS4 hat letztens erst ein Update bekommen, dass man genau das beheben kann. Das hat die PS4 bekommen. Die Last Gen. Und die Current Gen, also die PS5, hat das nicht. Das muss auf jeden Fall nachgeholt werden, denn ich persönlich hatte echt Probleme, als ich Rainbow gestreamt habe. Ich wollte nicht, dass die anderen Mitspieler mich hören, wie ich streame. Ich wollte aber auch mit dem Stream reden, ist ja klar. Und dann musste ich echt fragen, wer kann gerade in die Party kommen, damit ich da alleine gelassen werde. Das ist doch dumm. Aber gut. Ist vielleicht für viele auch nur ein kleiner Punkt. Für mich ist das ein relativ großer Punkt, gerade als Streamer und YouTuber,
Das ist für mich echt, ja, ein Killer quasi. So, und dann kommen wir noch zu einer Sache, die vielleicht vielen aufgefallen ist. Diese Gamebase hier unten. Die ist wirklich komplett kompliziert gemacht. Also wenn ich jetzt hier raufgehe, dann sieht man hier aktuelle Partys, dann sieht man hier seine Freunde, dann kann man aber auf Optionen gehen und zur Gamebase gehen. Ihr müsst euch das vorstellen, man muss auf diese Gamebase drücken. Man kann aber auch, glaube ich, hier das schon. Ne, hier kann man das übrigens einstellen. Man kann aber leider keine Trophäen einstellen, immer noch. Das ist so dumm, aber egal. Ihr müsst auf Gamebase drücken, Optionen drücken, dann zur Gamebase gehen, quasi zu, ne, Partys, Freunde, Freundesanfragen, suchen, alles Mögliche habt ihr hier. So kommt ihr zur Gamebase. Das finde ich persönlich ein bisschen zu umständlich. Statt man einfach jetzt hier so PS-Taste, zack, ich drücke X, bist du bei der Gamebase drin. Nein, man muss X drücken, dann nochmal Option-Taste, dann noch runter und dann Gamebase. Ich finde das ein bisschen dumm. Viele finden das zu kompliziert. Ich finde, klar, ne, wenn man das halt erstmal drin hat, dann geht das. Aber es ist wirklich eine echt krasse Eingewöhnung, bis man das drin hat. Und das sind auch tatsächlich alle Nachteile. Ich glaube, einen weiteren Nachteil habe ich gar nicht. Aber der größte Nachteil ist, die Festplatte ist zu klein. Das mit der Gamebase, ja, das ist Eingewöhnungssache und dass man halt nur ein Spiel downloaden und kopieren kann. Das sind wirklich so Sachen, die finde ich echt schlecht. Es gibt aber noch Vorteile, wie du. Keine Sorge. Wie zum Beispiel hier, was ihr seht mit dem PlayStation Store. Da werde ich auch nochmal vieles zu sagen. Wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Wird wahrscheinlich die nächsten 3 Tage kommen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Dafür werde ich jetzt aufstehen müssen tatsächlich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch sind die Nachteile vielleicht nicht ganz so krass. Vielleicht gibt es auch noch Nachteile oder Fragen, die ihr habt, bezüglich das und das. Ich werde versuchen, auf die ganzen Kommentare einzugehen. Dafür müsst ihr dann aber auch natürlich ein Abo dalassen, Kappa.